Herzlich willkommen zu dieser neuen Reihe. Es geht um das rechtwinkelige Dreieck und heute schauen wir uns die Fachbegriffe an. Das rechtwinkelige Dreieck hat einen rechten Winkel und zwar meistens beim Eckpunkt C. Der Winkel Gamma ist deshalb genau 90 Grad groß. So kennt man das rechtwinkelige Dreieck mit den drei Eckpunkten A, B und C. Und der Winkel bei C, also der Winkel Gamma, ist genau 90 Grad groß. Übrigens, immer gegenüber vom rechten Winkel befindet sich automatisch die längste Seite im rechtwinkeligen Dreieck. Darauf kannst du dich immer verlassen. Die hat deshalb auch einen speziellen Namen. Die nennt man Hypotenuse. Die beiden anderen Seiten, die den rechten Winkel aufspannen, haben ebenfalls einen Namen, aber nur einen. Also die Seite A und die Seite B haben denselben. Die nennt man Kathete. Die beiden Katheten spannen den rechten Winkel auf und auf der anderen Seite gibt es die Hypotenuse, die automatisch die längste Seite im rechtwinkeligen Dreieck ist. Da das Dreieck hier einen rechten Winkel hat, der 90 Grad groß ist, müssen die beiden anderen Winkel, Alpha und Beta, auch 90 Grad groß sein, wenn man sie zusammenzählt. Im Dreieck zur Erinnerung ist die Winkelsumme 180 Grad, alle drei Winkel addiert, ergibt genau 180 Grad. 90 Grad fallen dabei schon auf unseren rechten Winkel hier oben, dann bleiben nur noch 90 Grad übrig für die Winkel Alpha und Beta. Das Ganze noch einmal zum Mitschreiben. Die Hypotenuse ist die längste Seite. Und die Katheten spannen den rechten Winkel auf. Nochmals zur Erinnerung, Alpha plus Beta plus Gamma ergibt genau 180 Grad und im rechtwinkeligen Dreieck hat der Winkel Gamma genau 90 Grad. Wenn man diese beiden Aussagen betrachtet, dann kommt zum Schluss noch heraus, dass Alpha und Beta zusammen auch 90 Grad ergeben müssen. 90 Grad fallen auf Gamma und 90 Grad bleiben dann noch übrig für Alpha plus Beta. Alpha plus Beta ist 90 Grad. Daraus kann ich schließen, Alpha ist gleich 90 Grad minus Beta und das gleiche gilt auch für Beta. Beta ist 90 Grad minus Alpha. Wenn du also einen von beiden hast, entweder Alpha oder Beta, kannst du dir im rechtwinkeligen Dreieck den anderen Winkel einfach ausrechnen. Zusammenfassung fürs rechtwinkelige Dreieck also. Bei C gibt es einen rechten Winkel, Gamma ist 90 Grad. Die beiden Katheten spannen diesen 90 Grad Winkel auf. Und gegenüber liegt die längste Seite im Dreieck, die Hypotenuse. Wenn du Alpha oder Beta gegeben hast, kannst du den anderen Winkel ausrechnen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.